Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Böker Plus Messer. Hier auf YouTube auch schon diverse Male gesehen und zwar, andere Seite, hier könnt ihr es gut erkennen. Es geht um das Böker Plus Tech Tool City 1. Ja, ich habe mich für die 1er Variante entschieden, also quasi Klinge only, weil ich die Tools, die an dem Messer mit dran sind, einfach nicht so pralle finde. Ich hatte mir da ein Video von dem Stefan 123321 angeguckt und da ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich für die Tools auf jeden Fall bei Victorinox bleibe. Ja, das will ich ein kleines Unboxing. Ihr seht, das Siegel ist schon gebrochen. Ich habe das Messer hier mal im Messerladen gekauft und habe auch einen recht guten Preis gezahlt, also nicht den, der hier drauf steht. Und das werden wir jetzt mal zusammen aufpacken. Der freundliche Verkäufer im Messerladen hat das natürlich schon mal für mich ausgepackt gehabt. Hier kommt erst einmal ein Papier mit. Was steht da drauf? Verschiedene Sprachen. Okay, sieht aus wie eine Garantiekarte. Ja, hier, Gratulation. Messermanufaktur Böker in Solingen seit 1869. Auf der Webseite stehen auch recht interessante Infos zu dem Messer drauf. Registrierkarte für eine lebenslange Garantie. Das ist natürlich nicht schlecht. Das muss ich mir im Nachgang mal genauer angucken, was da zu tun ist. Ich glaube, man muss das hier einfach einschicken. Das wäre ja nicht schlecht, lebenslange Garantie. Ja, und dann kommt hier in der relativ großen Verpackung für dieses kleine Messerchen das Böker City Tech Tool 1 zum Vorschein. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also ich finde, ich habe es mir im Messerladen ja schon mal angeschaut gehabt, finde es sehr schön, vor allem auch von der Verarbeitung. Wenn wir uns das, wir machen es mal auf. So, da sieht man schon eine wunderbar spiegelpolierte Klinge. Hier seht ihr auch meine Kamera. Hier, ja, da ist die Kamera, da bin ich. Hi. Und hier einmal mein Mikrofon. Ja, hier, ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Böker Plus. Auf der Rückseite seht ihr einmal, welcher Stahl zum Einsatz kommt. Hier sieht man es, da sieht man es, glaube ich, jetzt relativ gut. Das ist der 12C27 und das ist ein Sandvik-Stahl, der mit 58 bis 60 Rockwell gehärtet ist. Das ist ein schwedischer Stahl. Ich denke, das ist soweit ganz in Ordnung. Hier haben wir einmal G10-Schalen auf beiden Seiten. Die haben auch eine ähnliche, einen ähnlichen Grip. Die fühlen sich auch ähnlich an wie bei dem Manly Comrade. Ich halte das mal daneben, da könnt ihr das sehen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Aber so vom Grip her fasst sich das relativ gut an. Und der Klaus L. Müller, hier mein Kollege bei YouTube, der hat dieses Messer hier auch als das kleine Comrade bezeichnet. Also es ist dem Manly-Messer schon sehr, sehr ähnlich, aber deutlich kleiner und lässt sich dadurch natürlich auch als EDC ziemlich gut tragen. Wir schauen uns gleich mal größenvergleichsmäßig das Ganze gegen die Victorinox-Fraktion an. Aber ja, schauen wir erstmal hier ein bisschen genauer hin. Ihr erkennt hier, wenn wir da reinschauen, dass die Stahlplatinen skelettiert sind, aus Gewichtsersparnisgründen, schätze ich mal. Das Messer wiegt aus dem Grund auch nur 57 Gramm. Die Klinge selbst hat eine Dicke, also Klingenstärke sozusagen, von 2,3 mm und die Klinge ist 7,1 cm lang. Ja, das ist also, finde ich, für so kleinere, oh, ist ein bisschen Schmutz, für so kleinere EDC-Aufgaben auf jeden Fall mehr als in Ordnung. Also mir gefällt die Größe sehr, sehr gut und vor allem meine 57 Gramm, das könnt ihr selbst einschätzen, ist sehr, sehr leicht, vor allem auch für ein EDC-Messer. Wenn ich jetzt hier so ein Victorinox-Messer mal dagegen in die Hand nehme, dann ist das nicht, also kaum ein Gewichtsunterschied. Ja, ich müsste mal gucken, was das hier wiegt. Das ist das Kadett und hier haben wir noch einmal ein Pioneer. Also gefühlt ist auf jeden Fall hier das Tech Tool, City Tool deutlich leichter als ein Pioneer. Und ich nehme euch mal die Gewichte, ich wiege das gleich mal im Nachgang aus und schreibe euch einfach unten in die Infobox mal rein, könnt ihr mal reinschauen, was die einzelnen Tools hier wiegen. Hier das Kadett, das ist, ja, ich würde sagen, trotzdem hier etwas leichter. Gut, hier sind auch ein paar mehr Tools mit dran. Aber wenn wir die Klinge einfach mal nebeneinander legen, ich glaube, hier sieht man es jetzt ganz gut. Ich halte mal so ein bisschen
Ich versuche es mal so ein bisschen hochzuhalten. So, da seht ihr das. Also die Klinge ist jetzt hier bei dem Böker nochmal deutlich bauchiger und ja, auch sehr schneidefreudig. Also ich habe eben schon mal einen Papiertest gemacht. Das Messer ist ordentlich scharf angekommen und gefällt mir sehr gut. Sauber verarbeitet, wenn ihr euch den Klingenstand hier mal anschaut, das Messer steht wunderbar mittig, rastet genau, wie man das auch von den Victorinox-Modellen kennt, mit einem Klack sauber ein. Die Feder ist schön stark, man hat hier keinerlei Klingenspiel, also Verarbeitung ist tipptopp. Auch hier im Federbereich hinten keinerlei Spalt zu erkennen. Ja, hier haben wir den Glasbrecher, der da noch mitkommt. Da streiten sich sicherlich die Gemüter. Ich persönlich, also mich stört er jetzt nicht, dass der Glasbrecher da dran ist. Vielleicht hat man irgendwann wirklich mal ja, die Notwendigkeit und ist dann froh, dass man, wenn man so ein kleines Messer dabei hat, auch einen Glasbrecher dabei hat. Ich weiß es nicht. Mich stört er nicht besonders und ja, von daher ein weiteres Gadget hier sozusagen an diesem Messer. Ja, Böker wirbt damit, dass das Messer hier auch komplett verschraubt ist. Das heißt, ihr könntet es auch auseinandernehmen, beziehungsweise die Klinge nachzentrieren, die Klinge nachstellen. Das geht natürlich bei den Victorinox-Messern nicht. Die sind eben vernietet und da könnt ihr nichts groß dran drehen. Das ist hier bei dem Böker Plus anders und ja, das finde ich persönlich nicht so schlecht. Der Clip ist auch umsetzbar, den könntet ihr hier auf die andere Seite setzen. Dadurch habt ihr natürlich hier eine entsprechende Einfräsung. Ja, die den einen oder anderen mag es vielleicht stören, dass jetzt hier quasi diese Einfräsung zu sehen ist, dauerhaft, wenn der Clip hier dran geschraubt ist, andersrum natürlich das Gleiche. Ich finde es okay. Also Design, als Designelement oder designtechnisch wäre es natürlich schöner, wenn diese Lücke hier auch geschlossen wäre. Aber hey, das ist halt so. Ja, mehr Infos gibt es zu dem Messer auch, glaube ich, gar nicht wirklich mitzuteilen. Diese spiegelpolierte Klinge, hier seht ihr das, da kommen natürlich ordentlich Fingertatschen drauf. Das ist hier bei dem Victorinox aber ja, naja, ein bisschen, also nicht viel anders. Das Messer liegt sehr schön in der Hand, hat hier natürlich einen Pocket Clip. Den gibt es bei den Victorinox-Modellen so in der Form nicht. Finde ich auch nicht so verkehrt. Pocket Clip einfach das Messer in die Tasche, wobei durch die Größe und die Leichtigkeit hier bei diesem Einklingenmodell kann man den im Grunde auch einfach abmontieren und das Messer so in der Hosentasche tragen. Das sollte von der Größe her absolut problemfrei machbar sein. Ja, ich werde das Messer jetzt hier in den nächsten Tagen und Wochen öfter mal als EDC mitführen und irgendwann dann auch ein kleines Update geben, wie sich das schöne Stück hier im Alltag so schlägt und was dabei auffällt. Aber für, ich denke, harte Arbeiten mag man es gar nicht wirklich hernehmen. Na klar, also Holzspalten oder sowas auf keinen Fall. Das macht man hier mit so einem Victorinox aber auch nicht. Aber so die Standardgeschichten, Briefe öffnen, Pakete aufschneiden, Pappe zerschneiden, beziehungsweise ja, auch mal Brötchen aufschneiden oder irgend sowas in der Richtung. Da ist es, denke ich, sehr, sehr gut für geeignet und liegt auch sehr gut in der Hand. Selbst der Clip stört hier hinten nicht wirklich. Der legt sich gut in die Hand rein. Das passt schon. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Okay, dann nochmal vielen Dank und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Macht's gut!